Moin Moin! Mein Name ist Heinrich der Löwe und willkommen in der Zombie-Hülle. Hölle, Hölle, Hölle. Genau. Mit der Mathilde zusammen, genau. Mhm. Ist da schon wieder irgendeine Kreischerin gewesen? Ach komm, nee, lassen wir mal Kreischerin sein. Upsala, das war eine Spitze, Mist. Oh, wir müssen noch ein Team machen. Ein Team? Mhm. Warte mal, wie war denn das? Tapp, ne? Ich mach schon. Ich bin dabei, hier, Team. Ich hab dir schon eine Party-Einladung geschickt. Ah, verdammt. Was, im Moment schneller. Aha. So, wo ist denn hier der Ausgang? Da ist ein Ausgang. Oder, genau. Vor der Seite. So, Mission heute. Ein Motor finden, damit wir eine Zementmaschine oder so. Zementmischer. Und wir wollten noch mal zum Händler gucken. Einfach weil wir unglaublich viel Kohle haben und wir wollen mal wissen, was so der Händler eigentlich... Wo war denn der Händler? War das hier südlich? Wir haben zwei Händler. Ja, ich frage nur, zu welchen wir hinwollen. Zu beiden. Zu beiden? Ich glaube, das war hier ein Händler, ne? War schon mal gemächlich vor. Oh nein, ey! Was ist los? Ach, nichts. Guck, da ist ein Stein. Den hab ich nicht gesehen. Der ist gerade dahin gespawnt. Das habt ihr gesehen. Was ich hier gerade gemacht habe, habt ihr auch nicht gesehen. Okay. Ich bin einfach zu blöd, um mit meinem Motorrad aus der Garage rauszufahren. Ah, ich versuche mal querfeldein hier. Ja, noch ist der Shortcut ja nicht fertig. Ich bin dran. Alles gut, alles gut. Du bist jetzt zum nördlichen Händler unterwegs, oder? Nee, südlich ist der doch. Ach, der südliche. Also ich hoffe, es war jetzt ein Händler. Also vom Gebäudetyp hätte ich jetzt gesagt, das wäre ein Händler. Naja, wir haben einen im Süden und einen im Norden. Und denkt dran, die machen ja auch erst ein bisschen später auf. Ah, toll. Das habe ich nicht dran gedacht. Aber ich glaube um 6. Weiß noch gar nicht, ob ich hier bin. Das fängt nochmal der Mathilde-Stein. Ah, ich bin andersrum. Andersrum. Ich weiß gar nicht mehr, wo ich den Mathilde-Stein bekommen habe. Verdammt. Ich gucke auch mal. Ah, scheiße, es ist ja nicht der Händler gewesen. Verdammte Axt. Das ist ja dieses schöne Holzding, das Holzland, das ich auseinandergenommen habe. Hm. Ohne Tisch damals. Wo sind denn hier die Händler? Die hätten wir uns echt mal markieren sollen. Also, ich habe einen hier markiert. Ja, deinen sehe ich ja nicht, den nördlichen. Wo ist denn der südliche? Ach, warte, ich gucke. Der südliche war irgendwie im verbrannten Gebiet. Ich glaube, der war weiter nach... Ach, warte mal. Da, warte. Muss ich mal kurz ein bisschen reinzoomen. Ein bisschen orientieren. Da, da. Da. Ich schick dir das gleich. Ich glaube, da war das. Ja. Ah, da hinten. Ich bin hier jetzt auch gerade bei einem. Mal gucken. Also ich guck mal, was der so hat. Aber wenn er einen Erdbohrer hat, komme ich zu dir. Ja, klar. Oder eine Kettensäge. Ah, ich guck mal, was der so hat. Ja, eine Machete, aber auch nicht die geilste. Ah, die Machete kann er sich sonst wohin schmieren.
Ich habe hier meinen Baseballschläger. Eine Nachtsichtbrille hätte er. Ach, die mag ich auch nicht, sind mir zu hell. Aber ich guck mal, was der so für Jobs hat. Ja, hatten wir nicht noch eine Nachtsichtbrille? Stimmt. Weil ich habe die, einmal aufgehabt, glaube ich, und das war mir einfach zu hell. Ich habe mal einfach eins angenommen. Das kann man ja irgendwann mal machen. Ah, das mach ich nicht mal allein. Oh. Das Spiel hat nicht gerafft, dass wir den Turm da hinten abgerissen haben, ne? Das ist von der. Der ist wieder da. Wie, der ist wieder da? Der ist wieder da. Der eingestürzte Turm ist wieder da. Jetzt ist er weg. Ah, das Objekt wird verschwindet erst, wenn ich nah ranfahre. Und umnieten! Wusch! Und umnieten! Alter! Hat er sich gewehrt oder was? Nee, mein Moped hat sich gerade einmal aufgebäumt. Ich fahre einfach auch mal Richtung des Händlers, bei dem du bist. Und wenn ich unterwegs ein Autochen sehe, dann nehme ich das auseinander. Mach das, wir brauchen ja einen Motor und Sprit. Ups, ich fahre mal. Ich muss hier rechts rein. Einmal querfeld ein hier. Wölfchen. Hm. Na, ich höre eine Krähe. Scheiß Vieh, ey. Das Wölfchen ist gar nicht mal langsam. Oh, das ist ein zu riesiges Loch. Ah, nicht reinfahren. Raus, raus, raus. Das ist ein Megaloch. So, ich bin da. Hurra. Boah, das ging aber schnell. Wie, bist du schon da? Nein, ich habe das Megawölfchen mit drei Schuss erlegt. Hier liegt noch ein toter Vogel. Der hat sich gerade aufgelöst. Hä? Wo liegt hier ein toter Vogel? Das war, glaube ich, nur ein normaler Wolf, kein Megawolf. Heidi-ho! Ich dachte mir, wenn schon so ein Wölfchen da ist, dann kann ich auch ein bisschen. Mein Problem ist, ich brauche einen Erdbohrer, du Horst. Zeig mir dein Inventar. Und jetzt zeig mir, wo dein Erdbohrer ist. Ah, ich ahne es. Scheinwerfer. Nee, kein Erdbohrer. Menno. Auch nichts so richtig Geiles. Hm. Hat er sonst irgendeine Mission, die man kann? Ja, Mission hat er bestimmt. Eisenhandschuhe, aber. Dann friere ich ja wieder, das ist alles doof. Ja, die Rüstung hält dich zwar, hast du weniger Schaden von Zombies, aber wenn du in irgendwelchen Gebieten bist, ist es dir zu warm oder frierst du die Nüsse weg. So. Ich habe zweimal Zombie-Zonen säubern. Ja, da habe ich auch eine. Zweimal Fetch. Und einmal irgendwas mit Buried Supplies. Ja, das würde ich tatsächlich nicht nehmen, weil
Ich weiß nicht, also ich weiß nicht, ob du eine Schaufel mit hast. Ich nicht. Ich schon. Das war einfach nach irgendeinem Schatz suchen oder so, ne? Hm. Na komm, ich mach das mal. Ich mach jetzt Schatzsuche. Ich begleite dich. Kommst du dann auch mit zu meinem Auftrag? Ja, genau. Buddeln wir erstmal bei mir. Wo ist überhaupt mein Buddelziel? Ach, da in der Wüste. Ach, du musst in die Wüste. Ja. Und du? Ich müsste ins Schneegebiet. Ja, dann trennen wir uns doch besser. Nee, das habe ich eigentlich schon mal gemacht und dann war ich tot. Na gut. Das verbrannte Gebiet ist, glaube ich, aber okay zum Querbeet fahren, glaube ich. Hier gibt es ja kaum was. Ab und zu Häuser und. Ich mache mir auch eine Steinschaufel. Wow. Mache ich mir gleich. Komm hoch, komm hoch, komm hoch. Dann kann ich wenigstens so ein bisschen mitbuddeln. Jupp, das ist ganz nett. Und Leben und kriegen wir da raus. Und Leben kann man immer gebrauchen. Ja. Das pisst hier auch richtig. Hier richtiger Platzregen. Mensch. Im echten Leben draußen scheiß Wetter und im Spiel auch. Ist doch kacke. So, dann würde ich irgendwie einfach so hinter dir herfahren. So ein bisschen. Ja. Aber ich bin jetzt im Wüstengebiet. Ach, hier waren diese coolen Häuser, wo wir dran verreckt sind. War ich ein paar Mal, glaube ich. Ah. Wer fällt ein, meintest du, geht im verbrannten Gebiet? Ja, aber nicht hier im Wüste. Es ist, ich fahre hier schon zu viel irgendwo gegen. Super, ich bin auch fast gerade in einem See gelandet. Aber mein Moped wird mir noch angezeigt hier. Ich glaube, das ist ja genau hier, wo ich mein Moped... Ja komm, das eine Moped, das ich da direkt bei uns in der Nähe verloren habe, das wird mir auch immer noch gezeigt. Oh, ich werde auf jeden Fall einiges ausziehen müssen, wenn wir jetzt in die Wüste gehen. Ja, noch beschwert sich meiner nicht, aber ich denke mal, ich muss dann auch nackig buddeln. Oh oh. Was denn? Hier ist Kackgebiet. Mien? Ja, ich bin hier gerade am Rand. Nee, da passt mal besser auf. Da mache ich nicht Querfeld ein. Nee, auf keinen Fall. Bleib da, da bleibst du schon auf dem Weg. Denn wir wissen ja schon seit Staffel 1, Minen sind gefährlich. Aber du hast recht. Ich verstehe gerade nicht, warum der Server hier so am übelsten am Abkotzen ist, dass er die Objekte in der Entfernung erst... Oh, hier ist ein Pop-Up-Pilz. ...ganz langsam macht. Liegt es an meinem Rechner oder liegt es am... Na egal. Oh, wo bist du denn? Ach da. Oh, ich muss hier irgendwie nach links. Oh, hier ist ein Auto. Das ist ein ganz heiles Auto. Ups. Ja, hi. Ich muss mich um das Auto kümmern. Mama, wo bist du denn? Weißt du? Das Auto ist sehr, sehr interessant. Nagelpistole war schon mal drin. Ja, ich glaube, die war nicht so gut, ne? Wir haben sie nie benutzt. Oh, mir ist durstig. Uiuiui, ich muss trinken. Dir ist durstig. Eieieiei. Kann man wieder so schön Yucca-Pflanzen sammeln. Ja, Yucca brauchen wir aber eigentlich. Mit Aloe Vera. Vera schon mehr. Alter, kennst mich doch. Wenn ich am Sammeln bin, bin ich am Sammeln. Dann sammle ich alles. Ja, ich weiß, du bist ein... Ich bin ein Survival-Messi. Hi! Du hier, hi! Ja, wo müssen wir denn hin? Ja, warte, ich belade gerade kurz mein... Oh, da ist eine Schlucht. Mein Moped. So eine richtige Schlucht, so ein voll Canyon-Schlucht. Ach du Scheiße.
Ach du Scheiße. Das nenne ich. Oh cool, da ist eine Bergfestung. Cool. Mein Moped ist noch beladen gewesen. Oh. Da war ein Motor drin. Jetzt ernsthaft? Ja. Willst du mich verarschen? Ja. Nein. Will ich nicht. Was willst du, hast du hier gesehen? Zeig mal, zeig mal. Alter, voll die Megaschlucht. Alter, geil. Vor allem, da ist so voll die cool. Dadurch, dass du ja jetzt einen Motor hast, wollen warte wir mal, ja warte mal. Wollen wir uns diese Bergfestung anschauen? Da drunter ist eine Farm. Da drüber ist eine Farm, ne? Ja. Die wird bestimmt da irgendwas lass haben. Lass uns die angucken. Alter, die. Das wird aber ein Tagesprojekt oder Tage, mehrere Tage. Okay, Projekt Wüstensturm. Oh, das ist Firestorm, ne? Battlefield. Ah. Ich wette mit dir, das Gebäude hängt da irgendwie mit zusammen. Stimmt. Saturn. Hier liegt überall Aloe Vera. Aloe Vera! Aloe Vera! Ja, hier kommen wir gleich. Ah, hier ist so ein richtiger Wasserlauf. Cool. Da sind Zombies. Aua! Ernsthaft? Ich weiß nicht, was da drin ist, ne? Ey, fick dich, Mann! Wie hast du mich getroffen? Das habe ich mich gerade bei denen auch gefragt. Pfeilspitze aus Stahl. Nehme ich doch mit. Haust du irgendwo gegen oder ist das ein Zombie? Ich hau nirgendwo gegen. Aber ich sehe dich. Hi. Was ich auch gelesen hatte, so eine kaputte Workbench soll eigentlich ganz gute Sachen geben. Ja, gibt es. Geschmiedetes Eisen. Oh, nice. Alter. Das ist ja richtig gut. Vor allem nicht wenig. Ich habe jetzt 19 geschmiedetes Eisen. Wir haben die nie kaputt gemacht. Na toll. 19. Richtig nice. Gerade am Anfang eigentlich. Ist hier unten was? Ja, da geht's noch weiter runter. Oh, toll. Kommen wir da durch? Nö, müssen wir kaputt kloppen. Oh, ich sehe da oben noch so eine Kiste, die ich kaputt kloppen möchte. Da oben? Ah, ich verstehe. Ja, hau dir. Nein, jetzt hab ich. Jetzt hab ich. Okay, das war wohl doof. Okay, das dauert mir zu lang. Ach so, da fällt man. Ach so. Toll. Eine leere Dose. Na, das wird jetzt wahrscheinlich da in diesen Keller runtergehen, den wir da gesehen haben. Ja, glaube ich auch. Oh, Hülsen. Nehme ich mit. Ach, du guckst ja schon. Cool. Oh, hier ist ganz viel Nitrat. Nitrat! 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 Geil! Alter, das ist geil. Oh, da ist ein Zombie. Ach, das ist so einer. Ich höre noch mehr. Da kommt ein Zombie aus dem Schacht. Oh, der ist schnell.
Super, ich habe ihn auch noch verfolgt, so. Aber guck an, dahinter ist nämlich was. Da war nämlich nicht zu, der Schacht. Gleich eingestürzt. Geil, wo ging's denn hier noch weiter? Ich muss mir diesen Nitratbereich mal angucken. Mach das, ich komme mit dir. Sollten wir rennen. Nitrat. Und Pilze. Da unten ist Wasser. Ja. Na klar, füllt ja auch Wasser hin, ne? Da ist eine Falle. Irgendwo hast du. Hab ich gerade was buddeln gehört. Über uns geht's. Ah, über uns. Alter, richtig viel. Ah, er kommt von oben, er kommt von oben. Genau da, wo das Loch ist quasi. Buddelt er gerade raus. Alter Schwede, du Arschloch. Das ganze Nitrat, du Arschloch. Du hast das Nitrat kaputt gemacht. Elender Drecksack. Ich hätte dich gerade fast abgeknallt. Ja, nicht so schlimm. Das Nitrat. Das Nitrat. Ja, ich hab schon Nitrat. Ich mach mich mal an den Abbau. Ja, bau mal Nitrat ab. Jetzt finden wir nie wieder so viel. Das ist echt selten geworden. Stimmt. Haben wir noch? Hab ich noch? Jawohl. Bin wie immer gut vorbereitet und habe Frames. Dann komme ich hier locker rüber. Es geht da unterirdisch, glaube ich, noch weiter im Wasser. Na gut, aber... Ich finde das Nitrat das Wichtige. Ah, da bist du hochgekommen. Kommst du da oben weiter? Da ist auch eine Kiste. Nein! Oh oh! Irgendwo gegengeditscht. Ach da. Wieder. Wir haben so die Nase voll hier. Oh, was ist das denn? Rezept natürlicher Antibiotika! Okay. In diesem alten Medizinmann-Rezept der Apache-Indianer von Nevis Gain erfährst du, wie natürliche Antibiotika gefertigt werden. Das, Da du unser Mediziner, glaube ich, bist, darfst du das dann lesen. Okay. Ich freue mich drauf auf die Lektüre. Das ist ja alles scheiß Sand, ey. Ich weiß nicht, wie ich zu denen in der Mitte kommen soll. Bauen wir vielleicht ein seitlich? Ah, so geht das nicht. Besser? Kommst du ran? Jo. Ich auch. So. Einer ist noch da. Nein, Frame! Nein, ich hab einen Frame verloren! Nein! Er ist aber sehr schön runtergefallen. Ich nehm alle wieder mit. Ich nehm sogar die Fackel mit hier. Die Fackel will ich. So. Eigentlich können wir ja rübergehen und gucken, da wo der Zombie rauskam, ob wir da nicht auf die andere Seite kommen. Apropos, da ist auch ein Zombie. Ich fällt gerade so auf. Alter. Was denn? Headshot und der ist dann wirklich noch so weggesprungen, weggeflogen. Ah, ah Frame, ich habe ihn noch eingesammelt. Sehr gut. Ey, du baust einen Frame auf mir, geh weg. Jetzt geh rüber da. Ich will meine Frames wieder haben.
Und die Fackel nehme ich mit. Mach mal. Ich trage eh noch Fackeln bei mir. So, wir müssten noch hier rüber. Da runter. Fackel. Oh! Oh! Was? Oh? Eine Generatorbank. Oh! Ein Stromgenerator. Eine Fackel. Ah, ein Zombie. Bleib mal liegen. Tu dir einen Gefallen und bleib liegen. Geht doch. Schaufel mal weg. Ah, hier. Oh. Das ist kein... Das ist Eisen. Hm? Jetzt ist er. Das ist Sand. Muss ich das verstehen? Stopp. Ah, Eisenader. Ah. Okay, das erkennt man hier einfach nicht so gut. Dank. Jetzt, wo man das Licht angemacht hat, ja. Aber irgendwo höre ich das Böse. Irgendwo ist ein fetter Zombie, ja. Ich glaube, wir kommen da jetzt auch durch. Wo sind die? Ich glaube, hinter uns. Achtung, hier ist ein Zombie. Ah. War ein normaler Zombie. Aber wir sind sehr nah. Ja. Unter uns vielleicht? Unter uns geht's weiter. Achtung, hier ist noch ein Zombie. Oh, da geht's noch weiter runter. Hier geht's auf jeden Fall nach draußen. Über uns, ja. Ich glaube, der ist auch gar nicht so unschnell. Ich gehe zurück. Ja. Wir sind irgendwie hinter uns irgendwo rein. Dann gehen wir weit. Ja. Noch irgendwas gekommen? Oder? Also die kloppen oben irgendwo gegen. Ja. Guck hier unten nochmal weiter. Oh, da kommen sie. Bis jetzt aber keine schnellen. Vorsicht, da unten ist aufgestanden. Ah. Danke. Ich komm. Ich krieg's ja irgendwie nicht durchgeschossen so. Den Knüppel. It's Knüppeltime! Das ist. Ah, du lebst ja noch! Aha. Und? Hast du gefunden? Ja, da kommen noch ein paar. Aber alles langsamer. Alles Streuner, ja? Ja. Knüppelbare Zombies. Ach. Ah, der hängt hier aber sehr charmant. Und wo kamen die rein? Das würde mich mal interessieren. Na, oben einfach. Wahrscheinlich. Oh, ey, du, ich schau gerade auf die Zeit. Ja. Das ist ein bisschen... Ah, hier ist der Balkon. Oh Gott, hier ist ja ein ganz tiefer Schacht. Wollen wir uns das hier morgen nochmal anschauen?
oder wollen wir die Nacht hier verbringen? Ich will gerade selber. Ich will mir erstmal den Balkon angucken. Jo, Balkon haut, ne? Jo. Zombies könnten ja von unten noch hier reinkommen, ne? Ja. Ich habe keine Ahnung, was wir jetzt machen. Wissen? Oh! Hallo! Was hast du denn da? Ah, guck mal. Blei? Blei! Warte mal, komm doch mal auf den Balkon. Hier, überall, wo diese hellen Punkte sind, ist wahrscheinlich Blei. Hm. Man sieht die ganzen Bleiadern. Krass. Und Eisen zum Teil. Eisen ist noch dunkler als die normale, als der normale Stein. Cool. Ich auch. Da kommt schon wieder was. Also, wir müssen uns jetzt entscheiden. Bleiben wir hier oder fahren wir nach Hause? Die Frage ist, wo gehen wir, wo, wie wollen wir uns verteidigen hier? Ich weiß nicht, ob wir uns hier überhaupt verteidigen können. Ja, das ist die Frage. Ich glaube nämlich nicht. Und oben war ja nichts, wo wir uns auf ein Dach klettern könnten oder so. Nee, okay, dann ab zu den Mopeds und nach Hause. Ja, oder ein höher gelegenes, Wir könnten uns auch einen Balkon machen, aber ich würde lieber nach Hause fahren und morgen nochmal wiederkommen. Bin ich ganz ehrlich. Die hier gespawnt? Vielleicht sind sie auch von oben reingegangen. Ah, hier ist alles kaputtgeschlagen. Wir sind von hier gekommen. Ah! Wo ist mein Moped? Moped. Oh, hier ist noch eine Kiste drin. Das ist meins. That's right. Das war eigentlich nicht das, was geplant war, aber... Absolut nicht. Aber hat uns auch an einen sehr, sehr, sehr coolen Ort geführt. Wir kommen wieder. Genau, würde ich auch so sagen. Ich glaube, die Rückreise brauchen wir jetzt nicht aufnehmen, oder? Nö, also, ja, was steht an? Wir fahren nach Hause. Ah, hier ist sogar ein Gebäude mit einem Flachdach. Wir haben aber nichts zu essen mit. Ah, gut, das stimmt auch wieder. Okay, dann. Wir können uns das ja für den nächsten Tag vornehmen. Genau. Ich sehe, da ist auch so eine mega Fabrik irgendwie geradezu. Ja, ich glaube, wir packen einfach ein bisschen Essen ein, wir laden uns aus. Ja. Kommen wir mal hierher und nimm das hier mal auseinander, weil das Wüstengebiet haben wir ja letztes Mal oder die letzten Mal immer gemieden. Genau. Falls uns rechts. Ja, da waren wir schon, genau. Ja, ansonsten, wenn es euch gefallen hat, hinterlasst doch gerne einen Like, einen Kommentar oder ein was, Mathilde? Ein Abo! Abo! Genau. Reingehauen, bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.